So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors und letztes Mal haben wir einfach Ganon freigeschaltet und damit noch mehr Missionen. Unter anderem natürlich eine Trainingsmission für Ganon und die gucken wir uns jetzt mal an und schauen mal, wie wir mit dem Kollegen klarkommen. Alter, der muss doch rasieren. Also jetzt mal Real Talk. Um die Zornleiste, ah, oh, da hat wieder so eine Zornleiste. Um die Zornleiste aufzufüllen, verwende verschiedene Attacken, um Zorn zu verbreiten. Absorbiere den Zorn, indem du ZR drückst. In der Verheerungsgestalt ändern sich deine Angriffsarten. Du kannst nun mit mächtigen Attacken in Folge angreifen. Absorbiere Zorn, um die Zornleiste zu füllen. Ist die Leiste voll, wechselst du mit Hilfe von die Verheerungsgestalt. Okay, also immer ZR und dann verwandle ich mich auch mit ZR. Junge. Okay. Schauen wir mal, was das so kann. 300 Gegner besiegen. Erstmal die A-Attacke anschauen. Yo! Alles klar. Und dann einmal den Schmetterangriff auch ansehen. Ah, es reicht noch nicht. Ich will doch nur einmal den Schmetterangriff sehen. Jetzt. Ah, das ist die Attacke. Okay. So, Zorn. Ich sammle Zorn, aber ich bekomme keinen Zorn. Achso, doch, jetzt. Aber das hier ist jetzt noch nicht die Zorngestalt, oder was? Was zur Hölle? Da, mehr Zorn für mich. Gleich bin ich in der Zorngestalt. Alter, die Eisdinger, ne? Jetzt Zorngestalt. Ah ja. Gar nicht übertrieben, die Zorngestalt. Ich seh nichts vor lauter Leuchten. Ich sehe einfach nichts. Ja, stabiler Angriff. Ja, wir haben die 300 gleich voll. Das war sehr einfach. Besiege die silbernen Moblins. Ja, komm. Ab dafür. Thank you.
Hui. Wusch. Das war Ganons Training. Alles klar. Was hast du so für Waffen? Fluchknochenfragment? Verwünschungswirbelsäule? Was sind das für Waffen? Vernichtungsherz. Alles klar. Das sind ganz merkwürdige Waffen. Okay. Aber warum nicht, ne? So, dann geht Garnon jetzt erstmal zur Schmiede. Rüstet sich das Ding hier aus und levelt die anderen Dinger rein. So ein Ding ist das. Ah, fast auf Stufe 5 gekommen. Naja. Okay, ja, ne? Hierfür muss ich Wächter besiegen. Es gibt eigentlich gerade nichts. Hierfür muss ich halt Missionen schaffen. Ich überlege gerade, mit welcher Mission ich loslegen soll. Die sind alle sehen sehr unangenehm aus, aber am unangenehmsten dürfte die hier werden. Also die im Herzen der Verheerung, die dürfte echt am unangenehmsten werden, weil kein Einsatz von tragbaren Items. Das wird böse. Das wird richtig, 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 richtig böse. Wir machen erstmal die anderen. Oh, guck mal, ist auch noch so ein Ding. Was fehlt mir hier? Zwei Hinox, okay. Hajo! Ach ja, hier haben die Dings gefehlt, die Ishirok, ne? Ja. Ich überlege gerade. Nein, wir gucken mal. Vielleicht finden wir in den Missionen. Aber hier kommen bestimmt keine Ishirok vor. So, das kann ich mir auch so denken, Alter. Ich glaube fest an dich. Einfach viel zu krass, der Typ. So, Nifa. Ja, und dann natürlich Ganon. Alles klar, Ganon. Ist in Ordnung. Ich verstehe das. Ich verstehe das, dass du dich äußern möchtest. Auf geht's. Hier heißt jetzt auch wieder keine Heil-Items. Sind jetzt... Ah, ja. Ja, da sind dann solche Sachen ausgesetzt. Okay, das ist keine Heil-Items. Gut, habe ich verstanden. Aufbrechen. Hab ich verstanden. So. Und na, mach den Millimeter hinten noch voll. Wie wär's? Nein? Oh, müssten wir nicht gerade wieder eigentlich, wir müssten doch schon wieder, ja, ich wollte gerade sagen, wir müssten ja wieder mit ihm hier durch die Gegend hüpfen können. Kann er jetzt eigentlich mehr, wo wir ihn ausgerüstet haben? Nein, okay. Yo, wie riesig ist bitte dieses Schlachtfeld? Da kann ich ja erstmal mein A vollladen. Hey.
Oh, hi. So, tschüss. Wir müssen ja eh Wächter besiegen, von daher trifft sich das ganz gut, dass die hier sind. So, dann räumen wir hier noch kurz auf, dass die hier auch ihre Ruhe haben. Dass das hier so schnell nicht eingenommen werden kann, weil das darf sicherlich auch nicht passieren. Okay, sieht doch gut aus. Ja, wie gesagt, ich muss eh Wächter besiegen, dann kann ich die auch hier gleich mal mitnehmen. So. Alter, was hier los ist. Suhlt. Mini-Wächter, nice. Mini-Wächter noch viel besser als alles andere. Wo ist der andere hingeflogen? Da. Sehr geil. Mehr Mini-Wächter bedeutet mehr Wächterurkunden. Sehr schön. Okay, gehen wir mal zum ersten Gegner, dass wir hier nicht komplett vergessen, weshalb wir hier sind. Dich nehme ich noch mit vorher. Aua. Da ist schon wieder ein Wächter in der Hateno-Festung. Okay. Aua. Dann schicke ich mal schnell Zelda in die Hateno-Festung. Oh, das sind zwei. Ja, ja, ja. Alles klar. Ah, komm, Ganon kann auch mal seine eigenen Wächter besiegen. Ab dafür mit euch. So. Weiter im Programm. Ah, ich muss den... Okay, alles klar. Um da reinzukommen, muss ich den Hinox besiegen. Okay. Schade, zu langsam. Macht nix. Die Frage ist, ist da drin Ganon? Quatsch, Ganon kann ja gar nicht sein. Die Besessenheit kann ja nur drin sein. Ich besieg den Wächter ja gleich. Chill, ist doch in Ordnung. Au. Au.
So, jetzt aber weg mit dir. So, wer ist da drin? Astor, perfekt. Ah, ein Astor, der recht viel aushält allerdings. Es ist weniger perfekt. Nimm das. Hä? Jetzt haut der einfach... Oh, nee. Oh, das ist schlecht. Ich verstehe. Ich muss möglichst schnell zu denen hin. Weil jetzt brauche ich bestimmt erst wieder einen Zusatzkampf. Um das Tor zu... Ja, alles klar. Scheiße. Das wird zeittechnisch, jetzt nicht so, leicht. Ich wollte eigentlich Bomben ein... Yo, meine Energie hat sich gerade verabschiedet. Ich habe nichts zum Heilen dabei. Stabil. Ich weiß nicht, wieso es sich meine Energie so schnell verabschiedet hat, aber das war nicht so gut. Ja, gut. Ich übernehme, Link. Ja, nimm doch. Das könnte jetzt ein Problem darstellen. So, weg mit dir. Okay. Den hier auch noch schnell. Wieder Hateno-Festung erstmal hier verteidigen. Und dann muss ich mit Zelda fix weitermachen. Es ist nicht so ganz optimal, aber was soll's. Ich bin ja dabei. So, weg mit dir. Okay, hier ist wieder Ruhe. Zeit wird halt ein Problem. Auf die Art und Weise wird die Zeit ein Problem. Das muss man leider so sagen. Ja, nice. Zelda bekommt ein Level up. Und dadurch hat sich ihr A aufgefüllt. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich dahin rennen. Ich wollte ein volles A haben. Ich wollte es zwar anders haben, aber so ist es auch gut. Jetzt muss ich mich echt schicken. Zornwächter, kannst mich mal. Ich muss hier rum. Oh Gott, das ist so weit. Wo ist das Viech da? Alter! Verzieht euch. Moin. Ich werde Hyrule beschützen.
der Blitzwächter dahinter ist nicht, jetzt nicht wirklich, ne? Der ist jetzt nicht so gut. Sieht aber gut aus, der ist gleich down. So, jetzt geht das Tor hier auf. Und da hinten ist die zweite Runde von Astor. Nee, ich brauche nicht den Nanowächter, ich brauche Astor. Mehr auf die Energie achten. Sehr schön. Ich muss in der Zwischenzeit schon mal Mifa hierhin schicken, dass hier das nächste Tor aufgeht. Da muss ja auch wieder sicherlich irgendein Viech besiegt werden. Oh Gott, ein Glazirock. Und dann geht dieses Tor auf. Das wird zeitlich echt jetzt ganz kritisch. Muss man leider so sagen. Ein Moment. Alter, meine Energie. Mann. Aua. Yo! Was passiert hier gerade? Oh, da sind ganz viele Viecher aufgetaucht. Ja, okay, die Schlacht kann ich nur komplett spielen. Das war nicht so gut. Jetzt wissen wir aber, was wir tun müssen. Ich darf mich leider nicht mit den Wächtern befassen zu lange. Ich muss zwar aufpassen, dass Hateno nicht fällt. Aber ich muss vor allem die ganzen Dinger öffnen. Das heißt, Zelda, du musst schon mal hier hin und den Hinox hier besiegen. Mifa muss sich um den Glazirock kümmern. Ganon kümmert sich dann um den Kollegen hier. Dass die schon mal weg sind. Ja, da taucht einfach ein Wächter hier auf. Frech. Richtig frech. Au. So. Sehr schön. Jawohl. Okay, Zelda ist da. Guter Start. Sehr guter Start. Sehr schön. Nice, der ist down. Perfekt. Okay, das war das.
Ja, wenn sie eh schon da ist, kann sie sich auch gleich einmal um Astor kümmern. Dann kann sie gleich mal den ersten Astor-Kampf beschreiten. Astor, halt die Fresse, lass mich jetzt erstmal in Ruhe. Ich kümmere mich gleich um dich. Alter! So. Jetzt bist du dran, mein Freund. Aua. Aua. So, reicht es, um ihn verschwinden zu lassen? Ja, gleich zumindest. Jawohl, da ist er weg. Okay. Ganon. Oh, du bist ein bisschen in Bedrängnis gerade. Das ist nicht so cool. Alter, ich komme hier überhaupt nicht weg. Wo hast du dich hingepackt? Dude! Was ein Müll war das denn? Das war ja richtiger Müll. Au. Ey, dieses Scheißding schießt gleich, ne? Ah, voll ins Gesicht. Das war ein böser Volltreffer. Ich lade mal ganz schnell mein A auf. Das gefällt mir hier gerade überhaupt nicht. So. Jetzt kriegt ihr beide sowas von die Hucke voll. Hat ja nicht so gut funktioniert. So, aber das Ding ist jetzt auch down. Und du kriegst jetzt auch gleich deinen ersten Schlag ab hier. Drecksvieh. Dauert nur 3 Jahre, bis der mal liegt. Au, erst liege ich wahrscheinlich.
Muss echt auf die Energie achten, ne? Es könnte kritisch werden nachher. Yo! Alles klar! Das war Ganons Auftritt, vielen Dank dafür. Wo ist Link gerade? In der Festung. Okay. Bevor die Festung fällt, da muss ich nämlich auch noch achten. Dann machen wir das mal schnell hier weg. Den ganzen Kram. Weil man sieht schon, die Festung ist schon zur Hälfte down. Da muss ich echt gucken, dass ich das wieder höher kriege. Hilft leider nichts. Muss ich so machen. Okay, der ist auch weg. Ah, da ist noch einer. Das ist nicht gut. Wir haben ja auch noch das Zeitlimit. So. Weg mit dir. Okay, jetzt sollte die Festung sich langsam wieder etwas erholen können. Eieieiei, ist halt dumm, dass ich keine Äpfel hier mit reingenommen habe in die Mission. Ich dürfte es ja. Okay, Festung verteidigt, Zelda. Geh du mal zu dem Rocky und erledig den Rocky gar. Das wäre super, wenn wir das hinkriegen würden. Weil Ganon hat gerade so ein paar Problemchen gehabt. Mach du das mal, Zelda. Sehr nice. So, und jetzt hat sie ihr Level-Up. Und mit dem Level-Up kann ich jetzt nämlich da hinten hingehen. Puh! Das hat sie ja vorhin auch bekommen. Na, und das ist jetzt ja wieder weg gewesen. Weil wir ja neu starten mussten. Jetzt wollen wir hier schön alles abfackeln. Und dann passt die Geschichte. Ne, Astor, du kriegst jetzt schön paar Mal ein A ins Gesicht. Ich hoffe, es schmeckt. Sind schon wieder Wächter aufgetaucht. Ich könnte kotzen. Aber das sind die, die mir vorhin so viel Ärger gemacht haben. Diesmal nicht. Diesmal nicht, Freunde. Und du machst jetzt Augenabflug. Ich war siegreich. So, das war das. Zelda, du gehst zu Mipha und unterstützt sie gleich. Link bleibt dort. Ganon kann ich nicht mehr einsetzen. Ich muss zu Mipha wechseln. Mipha, ich würde es versuchen. Die sich hier mit dem Zornglas hier auch beschäftigen muss. Yo, der macht Schaden. Das... Oh mein Gott. Mach mal anders, mach mal anders, mach mal anders, mach mal anders. Burn, Kollege, burn. Das machen wir so. Burn. Oh, das hat nicht funktioniert, oder wie? Doch, hat funktioniert, sieht man nur nicht. Alles gut. Nice. Und weg mit dir. Und brenne. Schlaf.
Ah, ich hab gehofft, ich krieg nochmal einen Dings raus. Einen Attackenhagel. Okay. Sehr gut. Das war's dann auch mit dir. Und auch dieses Tor ist offen. Ich befürchte nur, dass der Kampf da drin ist, sich jetzt auch auf 2 Stufen wieder verlagern wird. Das ist so die große Befürchtung. Dass auch der abhaut nach dem ersten Angriff. Dass auch der dann den Abflug macht. Und die Hateno-Festung ist auch schon wieder in Bedrängnis. Yikes, yikes, yikes. Okay, sehr schön. Komm schon! Okay, ab dafür. So, Mifa hat gleich ihr A voll. Dann kann sie da nochmal reingehen. Aber wie gesagt, ich fürchte, der kriegt auch eine zweite Phase und das ist dann nicht so gut. Das reicht nicht. Das schaffen wir nicht in der Zeit. Ja, das meine ich. Der haut nochmal ab. Und geht an den Anfang zurück. Ah, scheiße. Ja, kann ich knicken. Kann ich knicken. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich muss da... Oh, lol. Jetzt ist es die Festung, die gestört... Okay, es war aber auch die Zeit. Ich glaube... Okay, hier kann ich aber jetzt neu starten. An welcher Stelle? Wahrscheinlich als Astor gefallen ist. Richtig? Richtig. Als Astor gefallen ist und wir noch 3 Minuten haben. Okay. Okay. Wir haben noch 3 Minuten. Es haben alle wieder ihre Energie zurück. Das ist gut. Das macht es so viel einfacher, dass das Spiel so einen Quatsch macht. Gut. Zelda, hierhin. Da müssen wir gleich das Tor aufmachen dann. Mifa bleibt dort. Mifa schafft es, sich um die Besessenheit zu kümmern. Ganon. Kann eigentlich Mifa unterstützen, falls es hier problematisch werden sollte. Ich meine, gerade ist es nicht problematisch geworden, aber naja, hat man ja gesehen, ne? Okay, machen wir es mal so. Mifa, ich werde es versuchen. So, wir wissen Bescheid, wie wir es machen. Ah, es hat nicht funktioniert. Was habe ich falsch gemacht? Irgendwie habe ich verfehlt. Keine Ahnung. Scheiß drauf. So. Gleich wieder drauf. Und ab dafür. Die Zeit bleibt ein Problem. Ich muss mit Magie mir behelfen. Aber vielleicht kriegen wir es hin. Komm schon. Einmal noch, jawohl. Der ist weg. 2:05. 2:05. So, schnell da rein. Wir machen es jetzt einfach mehrfach so. Yeah.
Ihr ab dafür. Ganon ist auch aufgetaucht. Das war nicht, was ich wollte. So, aber der hat sich zurückgezogen. Mipha, hierhin. Ganon, hierhin. Und Zelda ist ja schon dort. Puh. 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, um das Tor zu öffnen und nochmal der Besessenheit in den Arsch zu treten. Prinzessin, ich komme sofort. Oh, es ist ein Zornleune hier. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Muss ich denn überhaupt... Was muss ich besiegen, um das Tor zu öffnen? Was muss ich besiegen? Den Leunen oder den Wächter? Ah, jetzt fällt wieder Hateno gleich. Scheiße. Wir haben einfach ein gewaltiges Zeitproblem. Weil wenn ich jetzt wieder zu Hateno wechsle... Na... Nee, das schaffe ich nicht in 21 Sekunden. Vor allem, weil halt Hateno gleich wieder fällt. Das ist das Problem. Ja, hier ist zu viel los. Ich muss da schlauer rangehen an die Mission. Ich muss da deutlich schlauer rangehen. Das müssen wir nächstes Mal nochmal machen. Die 3 Minuten, die mir da bleiben, ich glaube nicht, dass ich es in den 3 Minuten hinbekomme. Ja, ja. Ha. Die Frage ist, schaffen wir es mit möglichst viel Magie? Das ist die Frage. Schaffen wir es mit möglichst viel Magie? Ich probiere es noch einmal. Muss jetzt aber gut überlegen. Der Zornwächter ist ja schon da. Ich glaube, es ist der Zornleune, den man fürs Tor besiegen muss. Ich glaube, es ist der Zornleune. Okay. Mipha kommt an sich da drüben zurecht. Also Ganon könnte eigentlich auch sofort hier hin. Zelda geht auch sofort hier hin. Ich gehe jetzt erstmal wieder auf Mipha. Und mache wieder den Glazirock. So was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Dann mache ich möglichst schnell die Besessenheit. Und dann sehe ich zu, dass ich die Festung verteidige zwischendurch mal wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mipha, ich werde es versuchen. Alter, lasst mich in Ruhe, ihr Drecksfix. Viecher. Hä? Irgendwie hat das Feuer nicht gereicht. Kann es sein? Jetzt aber. So, einmal noch. Feuer.
Es geht viel schneller wieder weg, als es vorhin. Ich weiß nicht, warum. Alter, ich kriege ihn nicht down. Was habe ich vorhin anders gemacht? Braucht viel länger. Ich weiß nicht, was ich vorhin anders gemacht habe. Scheiße. Ja, wo geht's rein? Okay, der ist raus. Mifa hat jetzt eine A-Attacke aufgeladen. Das ist sehr, sehr gut. Mifa geht hier rüber. Ach, oder heißt es, die Zeit läuft ab? Ist das einfach die Festung? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich doch nicht auf die Festung achten. Schade. Hat nicht hingehauen. Schön wär's. Alter, es ist... was hier einfach los ist. Ich habe weder das eine noch das andere geschafft. Das war jetzt wieder Kacke. Mist. Okay, Mifa ist gleich da. Mifa, ich werde es versuchen. Auf geht's, 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 auf geht's. Zack. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Prinzessin. Zeit ist zu knapp, ich schaffe das so nicht. Ich muss schneller sein. Ah, ich drücke immer die falsche... Ich hasse es. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich muss schneller sein, es wird so nix. Ja, denn das ist einfach die Zeit, die abläuft, dass Hateno fällt. Okay, das ist nicht die Festung. Ja, null. Das war's. Ja, alles klar. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Wir müssen schneller sein. Wir müssen schneller sein und wir müssen mit mehr Heil-Items da reingehen. Sonst wird das nix. Also mit, ne, mit dem aufgeladenen Apfel. Okay, gut. Gut, 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 gut. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Aber heute nicht mehr. Heute die Mission nicht mehr. Nächstes Mal. Nächstes Mal neuer Versuch. Ich glaube, die ich jetzt besiegt habe, na, das zählt alles nicht. Dadurch, dass ich abgebrochen habe. Ja, wir bleiben bei 3 von 20 Wächtern. Scheiße. Okay, habe ich befürchtet. Na gut. Das wäre gerade eine Blutmond-Mission. Nee, die dauert mir zu lang. Ja. Ich werde nächstes Mal mir irgendeine Mission suchen, um schnell ein bisschen die Energie aufzuladen. Und dann... Vielleicht leveln wir noch ein paar Charaktere hoch? Jo. Ich meine, Geld habe ich. Ich könnte mal Diamanten verkaufen, dann hätte ich noch viel mehr Geld. Ist gerade. Der hier ist doch. Welcher Laden war denn das immer? Ah, der ist normalerweise, glaube ich, der Laden der Kristalle.
Ja, der ist der Insektentyp. Bei dem kann man Insekten super teuer verkaufen. Das ist halt schon insane, ne? Aber ansonsten... Da ist gerade keiner. Oh, da ist gerade Kristall im Angebot. Yo, das ist, was ich meinte, ne? Das ist, was ich meinte. Wenn man so Angebote hat, dann kann man halt die Dinger voll teuer verkaufen. Ich könnte jetzt einfach mal 20 Diamanten verkaufen und hätte so viel Kohle. Ich habe 74. Also, keine Ahnung. Ich lasse es jetzt mal noch, weil ich nicht weiß, ob ich vielleicht noch Diamanten brauche zum Leveln. Oder für irgendwelche Upgrades. Aber ich schätze mal, ich glaube, dafür sind die Diamanten da, ne? Also, das dürfte nicht schief gehen, wenn ich die verkaufe. Ich mache es aber mal noch nicht. Ich wollte es nur kurz demonstrieren. Wenn man so ein Angebot hat, dann kriegt man da richtig schnell richtig viel Kohle zusammen. Und dann könnten wir die Charaktere noch deutlich mehr leveln. Dass sie zumindest mal alle auf Stufe 80 landen. Wie viel kostet es auf Stufe 80? Ja, ne, das würde gehen. Das würde gehen. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal neuer Versuch. Und tschüss.